Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Dahin nicht zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände... Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Dann ist die 9. Armee verloren. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung. Sie ist ohne Ehre! Fink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann ist die 9. Armee verloren. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung. Sie ist ohne Ehre! It's radiation. We'll have to go around. Das war ein Befehl! Follow me. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Careful. Ich fand an, wenn ihr so verschnappt und betraut war! Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßen und Sowjetverbände. Our cover is born! Dogs in the tall grass! Sie ist ohne Ehre! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Die Stadt Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Fink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Coast is clear. Ist die 9. Armee verloren? Wir... Sie ist ohne Ehre! You hear that?
Enemy helicopter! Get down! Stay in the shadows. He's circling back around. They're on to us! Open fire! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Siehst du, Leere! Das war ein Befehl! Der andere Steiners war ein Befehl! Dann ist die 9. Armee verloren. Das war ein Befehl! Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dann ist die 9. Armee verloren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Get down, nein. Ein Mann an, wenn die Soldaten und betrogen wurden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlt. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. The war profile and hold your fire. Vorstoßenen Sowjetverbände. Nein, der Reichsverband ist nicht verkauft. Sie ruhen Ehre! Slow and steady. No quick movements. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die 9. Armee verloren.